So, wir haben das heute thematisiert. Next Step ist tatsächlich die sogenannte, im Volksmund gesagte, Kraftfutterfütterung. Pferde kriegen Kraftfutter, wie beispielsweise Müslis oder Hafer oder. Das ist meistens einmal oder zweimal am Tag, kriegen die Pferde so, je nach Stall ist es manchmal nur eine Handvoll und dann gibt es Ställe, die kriegen 2 Kilo und schieß mich tot und was weiß ich. Ich erzähle euch jetzt nur, was ich meinem Pferd fütter und warum ich das tue. Mein Pferd kriegt, seit ich ihn habe, Hafer. Hafer ist in meinen Augen das Gesündeste, was man einem Pferd antun kann. Es gibt diesen bösen Spruch, den Stich der Hafer, wo es darum geht, dass Pferde kein Hafer gefüttert kriegen, weil sie davon mehr Energie kriegen. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon, zu sagen, man soll kein Hafer füttern, damit die Pferde nicht so aufgeregt sind. Ich finde, das hat was mit Erziehung zu tun. Wenn ein Pferd nicht hört, hat es nichts damit zu tun, in meinen Augen, dass es jetzt abends 1 Kilo Hafer gekriegt hat, sondern damit, dass das Pferd nicht erzogen ist. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe da draußen ein Pferd stehen, was eine OP hatte. Eine Chip-OP und wochenlang sich nicht bewegen durfte. Und der hatte sich trotzdem zu benehmen. Auch wenn es mir leid getan hat und auch wenn ich verstanden habe, dass es irgendwann an einem Punkt kommt, wo die Pferde explodieren, weil sie die Bewegung brauchen, hat es in meinen Augen nichts mit dem Hafer zu tun, sondern mit der Erziehung. Ein Pferd muss in bestimmten Situationen hören. Egal welche Rasse. Ob es ein Haflinger ist oder ein Fjordi oder eine andere Ponyrasse, die halt einfach gemütlich ist, ist egal gleichzusetzen mit sehr temperamentvollen Rassen, wie beispielsweise Lusitanos, Vollblüter, deutsche Warmblüter. Und selbst die verrücktesten Pferde, die es gibt, müssen in meinen Augen gehorchen. Absolutes easy Beispiel, wir stehen an der Straße mit dem Pferd oder wir sitzen drauf, ist mir egal. Und da kommt ein LKW und das Pferd steht nicht an der Straße. Das ist lebensgefährlich und das hat in meinen Augen nichts mit Hafer zu tun. Vielleicht sind sie dann ein bisschen lebensfroher, kann sein. Kann ich so jetzt auch nicht beurteilen. Ich finde aber, man kann es nicht auf den Hafer schieben. Das hat ganz andere Gründe in meinen Augen. Das kann mit der Haltung zu tun haben, mit der Erziehung zu tun haben, mit der Reiterei zu tun haben und. Aber bitte, bitte, bitte schiebt es nicht auf den Hafer, weil Hafer ist eigentlich so eine tolle Sache. Hafer ist das Gesündeste, was man seinem Pferd geben kann, in meinen Augen. Ja, es gibt viele Müslis für Senioren und für Allergiker und alles Mögliche. Aber Hafer hat einfach die Stoffe, die die Pferde eigentlich brauchen und da ist auch kein Müll drin. Es gibt 2 verschiedene Arten, die man Pferden füttern kann. Da muss ich sagen, bin ich bis heute auf keiner Seite. Man kann entweder sogenannten gequetschten Hafer füttern. Der wurde durch eine Presse geschoben und ist dann gequetscht. Dadurch sollen die Vitamine und Spurenelemente in dem Hafer von dem Pferd besser aufgenommen werden. Kritiker sagen, dass wenn der Hafer gequetscht ist und der zu lange gequetscht ist, dass die Vitamine dann aber auch flöten gehen, also dass er quasi seine Wirkung verliert. Beim ungequetschten Hafer ist es angeblich so, dass da halt viel mehr Vitamine und Spurenelemente drin sind. Aber die Pferde müssen es halt richtig kauen und viele Haferkörner kommen dann hinten wieder raus, sodass sie halt ihre Wirkung auch nicht entfalten haben. Ich habe mich bis heute noch nicht dafür entschieden, was ich besser finde, ob gequetscht oder ungequetscht. Hauptsache Hafer, meiner Meinung nach.
Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Hafer füttert. Und wenn ja, welche Form von Hafer? Das würde mich auch mega interessieren, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann. Also zurzeit fütter ich das hier. Ich hatte aber auch schon einen Sack damit. Hat keinen Grund. Wie viel Hafer fütter ich? Ich finde, ein richtiges Sportpferd mit einem ordentlichen Stockmaß, was wirklich eine Leistung an den Tag bringen kann, der kann auch ruhig in meinen Augen am Tag 2 Kilo Hafer kriegen. Ihr denkt jetzt so, boah krass, 2 Kilo Hafer, das ist voll viel. Ja, es ist viel, aber es ist auch viel Pferd. Das darf man nicht vergessen. Ich selber fütter Mali zurzeit logischerweise nicht so viel Hafer, weil er halt einfach nichts macht momentan. Er ist krankgeschrieben und dementsprechend kriegt er halt auch, was kriegt er momentan? 500 Gramm, so eine kleine Kelle, zack, damit er halt die anderen Sachen noch kriegen kann und das war's. Das ist meine Number 2. Hafer. Super wichtig. Wirklich. Also, das ist alles drin. Es ist meistens sogar günstiger als diese ganzen Müslis, die auf dem Markt sind. Und ich find's gut. Ich find's gut. Neben dem Hafer kriegt der Mali sogenanntes Mineralfutter. Im Mineralfutter sind Salze und Elemente drin, die die Pferde wirklich brauchen. Also diese drei Dinge sind in meinen Augen die absoluten Basics für jedes Pferd auf diesem Planeten. Heu, ein bisschen Hafer. Ja, wobei, ich korrigiere, die absoluten Basics sind das hier sogar. Heu und Mineralfutter. Pferde brauchen bestimmte Stoffe und Salze, die sie nicht aufnehmen können, wenn es ihnen nicht zugefüttert wird. In der Natur können sie sich das aus der Erde rausholen. Wir müssen das zufüttern. Also da bin ich wirklich von überzeugt, Mineralfutter, ganz, ganz wichtig. Es gibt viele verschiedene Mineralfutter auf dem Markt. Und die Leute, die richtig krass drauf sind, lassen eine Blutanalyse von ihren Pferden machen, gucken, welche Spurenelemente fehlen und passen anhand dessen sogar das Mineralfutter an. Ich persönlich fütter das Marstall Force schon immer. Tatsächlich aus sehr naiven Gründen, weil ich von allen, die es füttern, gehört habe, dass es ein gutes ist und weil ich schon 2 Tierärzte am Pferd hatten, die das Pferden empfohlen haben. Also es scheint ein sehr gutes, nährstoffes Mineralfutter zu sein. Angeblich, ich bin kein Ernährungsberater, ich weiß es nicht genau. Mineralfutter, wie gesagt, muss ich nochmal betonen, sehr, sehr wichtig für Pferde, egal ob jung, alt, im Sport, in der Freizeit, gar nicht reitend. Wichtig. Tut eurem Pferd diesen Gefallen. Dann kommt, wie gesagt, das hier dazu. Und das ist in meinen Augen das Basisprogramm, wenn man seinem Pferd einen Gefallen tun will. Hafer kann man zum Beispiel benutzen, damit man das ins Pferd reinkriegt. Die schmecken auch. Also im Sommer, wenn die Pferde auf der Wiese waren, bin ich auch schon einfach auf die Wiese gegangen, habe mir das in die Hand gekippt und habe es ihnen so gegeben. Und sie haben es gefressen. Also das war kein Problem. Aber das kann man hiermit zum Beispiel super mischen, kann man in ein Schüsselchen tun und dann ist die Fütterung auch einfacher. Fan, Fan, Fan. Number one, number two, number three. Basis. Jetzt seht ihr natürlich auf diesem Tisch noch ganz viele andere Sachen. Diese anderen Sachen finde ich aber ehrlich gesagt nicht so wichtig. Das ist für mich Zusatzfutter. Das ist Basis und das ist Zusatzfutter. Und jetzt kommen wir zu Kapitel Nummer 2. Zusatzfutter. Mali ist ja krank geworden. Und wenn man ein verzweifelter Pferdebesitzer ist, dann sucht man in allem und jedem Hilfe. So wie ich. Bevor Mali krank war, habe ich die Leute mehr oder weniger ausgelacht, die ihren Pferden Zusatzfutter gefüttert haben. Weil ich es nie verstanden habe. Weil ich mir dachte, wofür brauchen die das? Ein gesundes Pferd braucht kein Zusatzfutter. Punkt. Und der Meinung bin ich auch heute noch, dass ein gesundes, vitales Pferd das ganze Zeug einfach nicht braucht. Wirklich. Also wenn ihr Geld ausgeben wollt, könnt ihr das gerne tun.
ihr schadet eurem Pferd in Maßen nicht. Also wenn ihr jetzt übertreibt, könnt ihr eurem Pferd damit auch wirklich schaden mit einer Überdosierung. Aber wenn ihr es machen wollt, tut es. Es ist aber kein Muss. Dadurch, dass ich so viele Futterzusätze habe, bereite ich die alle 2 Wochen vor. Also ich lagere dieses hier immer in der Wohnung, damit es eine gute Temperatur hat. Und weil ich keine Lust habe, jeden Tag jede einzelne Dose aufzumachen und es in das Futter reinzutun. Das wäre mir zu anstrengend. Und deswegen habe ich das hier. Das ist eine kleine Box mit ganz vielen kleinen Mini-Tupperdöschen. Die Tupperdöschen habe ich bei Amazon gekauft. Ich finde aber nicht, dass es notwendig ist. Man kann zum Beispiel auch, wie hier jetzt, so eine alte Butterdose nehmen, die man leer gegessen hat und dann einfach einmal von Hand mit warmem Wasser und Spüli ausspülen und dann hat man das hier. Also man muss kein Geld dafür ausgeben, finde ich zumindest. Ich habe es getan, weil ich nicht warten wollte, weil ich jetzt nicht ein halbes Jahr lang Butter essen wollte, bis ich diese Döschen habe. Und deswegen habe ich die bei Amazon bestellt. Ich glaube, ich habe dafür für alle zusammen, lasst mich lügen, 6 oder 10 Euro bezahlt. Fand ich voll okay. Und die bereite ich halt alle 2 Wochen vor. Das sind, ich glaube, 12 oder 14 Stück. Und wenn ich die benutzt habe, dann spüle ich die halt mal aus. Auch mit warmem Wasser, ein bisschen Spüli. Ganz, ganz wichtig, nicht die Stoffe da reintun, wenn es nass ist. Weil wenn es dann 2 Wochen rumsteht, habt im schlimmsten Falle verschimmeltes Zusatzfutter. Das ist nicht so gut. Das allererste ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das jetzt nicht so das Wichtigste für mich ist. Das ist nämlich Kurkuma. Kurkuma soll angeblich eine sehr gute, wie nennt man das? Kurkuma soll angeblich entzündungshemmend sein. Das ist aber wissenschaftlich nicht erwiesen. Also es gibt kein Studio dazu. Korrigiert mich gerne, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ich gerade Blödsinn erzähle. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine richtige Studie dazu gibt, dass Kurkuma nachweislich gegen Entzündungen hilft. Kurkuma wird aber seit 500 von Jahren in vielen verschiedenen Kulturen zur Entzündungshemmung gegessen. Und deswegen glaube ich schon, dass was dran ist, oder es hat einen sehr, sehr, sehr krassen Placebo-Effekt auf die ganze Welt. Man weiß es nicht. Das hier fütter ich nur, weil mein Pferd Entzündungen hat. Mein Pferd hat in den Vorderhufen Entzündungen und im Rücken Entzündungen. Und ich hoffe einfach, dass es ihm bei dem Entzündungsprozess hilft, diese Entzündungen besser loszuwerden. Deswegen fütter ich Kurkuma. Ich habe mich für das Farmer Horse Kurkuma entschieden, weil Farmer Horse verspricht, sehr reine Produkte auf den Markt zu bringen. Das muss man glaube ich erwähnen, das habe ich alles selber gekauft, das ist alles meins, von meinem Geld und das ist keine Werbung, keine Produktplatzierung. Das Kurkuma, man muss in meinen Augen immer aufpassen, man kann besonders Pferdeprodukte sehr günstig kaufen. Wenn man sich dann aber das Kleingedruckte durchliest, merkt man, dass im eigentlichen Produkt vielleicht nur die Hälfte davon wirklich das ist, was man haben möchte. Und bei dieser Firma gilt halt das Versprechen, dass die sehr rein sind. Und hier ist es, glaube ich, sogar so, ich finde es jetzt gerade nicht direkt, deswegen will ich auch keinen Blödsinn erzählen. Ich würde jetzt sehr gerne sagen, dass das 100% reines Kurkuma ist. Ich kann es aber gerade nicht bestätigen und deswegen lasse ich das mal. Ich finde auf jeden Fall, diese Firma bringt gute Produkte im Vergleich zu den Produkten, die man mal ebenso beim Pferdestangenverkäufer holen kann. Ich zeige euch einmal, wie das aussieht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man mit diesem Kurkuma, was da drin ist, sogar kochen könnte. Kurkuma ist ein Gewürz, by the way. So sieht das Ganze aus.
Und man muss immer ein bisschen aufpassen, weil Kurkuma färbt sehr doll. Davon kriegt der liebe Mali am Tag einen Löffel. Und zwar sind das 7,5 Gramm. Es gibt auch Empfehlungen, dass man mehr füttern soll. Aber ich persönlich bin eher so der Fan von... Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, wenn man den Tieren das täglich füttert, was ich ja auch tue in der Regel, dass es dann okay ist, wenn man tatsächlich einen Tacken weniger füttert, weil der Körper bei bestimmten Stoffen, nicht bei allen Stoffen, die hier sind, aber bei den meisten ist es so, dass wenn sie einen Überschuss haben, dass sie es einfach ausscheiden. Und dafür ist mir eigentlich mein Geld zu schade. Deswegen bin ich eher der Fan von Unterdosierung statt Überdosierung. Ganz, ganz vorsichtig, es gibt auch Stoffe, die vom Pferd nicht ausgeschieden und abgebaut werden, wenn sie überdosiert werden. Ich glaube, bei Selen oder Zink ist das der Fall. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Es gibt auf jeden Fall Produkte, wo man aufpassen muss, dass eine Überdosierung auch gefährlich werden kann. So. Das ist Number One. Mali kriegt jeden Tag Kurkuma, 7,5 Gramm für seine Entzündung. Das nächste, was er kriegt, ist dieses hier. Ich habe das aber hier reingefüllt, weil das die Reste sind und ich nicht jedes Mal diese komplette Box durch die Gegend tragen will. Und zwar ist das MSM.